Moin Leute, hier ist euer TG und ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahme von Dragon Age 2. So, und wir beginnen damit, das Zuhause verlassen. Genau, mit Bethany hier im Hintergrund. Unsere Begleiter sind mal wieder die Bethany, die Evelyn und der Rorik. Und Meryl bleibt leider zu Hause. Die würde ich gerne nochmal knacken irgendwie. War der lustig? Der war nicht lustig. Na gut. Dann haben wir hier ein paar da haben wir ganz schön viele Quests. Naja, fliegen wir? Ne, laufen wir erstmal zur Feste des Willkommen-Tee. Und da haben wir die aktuelle Quest, so wie es sein sollte. So, Ladebildschirm. Sehr schön gemacht hier, ne? Zack, 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 zack. Jo. Und demnächst knacken wir die 200 Abonnenten. Erstmal schönen Dank dafür. Das ist echt eine mega Hürde von uns, oder Horde, irgendwie sowas. Und ich finde das hammergeil, dass so viele Leute unsere Videos, ja, so abonniert haben. Das ist natürlich auch wieder kostenlos für die neuen Leute, die jetzt hier gerade zuschauen. Und mich freut das immer wieder, irgendwie neue Abonnenten sehen zu können. Ihr könnt uns auch gerne Nachrichten schicken, kommentieren, was ihr wollt. Wir sind nicht abgeneigt von sowas. Kritik oder ähnliches nehmen wir auch gerne an. So. In der Kaserne ist nicht viel Platz, aber es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. In der Kaserne? Dann gehen wir jetzt erstmal durch die Tür hier. Das ist Jevons Amtsstube. Wartet bitte, während ich ihm Bericht erstatte. Okay, meine Freundin. Ich weiß ja nicht, wie es da läuft, wo ihr herkommt, Gardistin, aber hier entscheide ich über die Patrouillen, nicht ihr und eure Launen. Ihr mögt euch ja in eurem ersten Jahr zum Leutnant hochgedient haben, aber ich dulde unter meinem Kommando keine Wichtigtour. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Meldet euch auf euren Posten, bevor ich euch und euren feraldischen Helfershelfer festnehmen lasse. Das. Dafür, dass wir ihm einen Gefallen getan haben, hat er ziemlich viel geschrien. Wir haben eine Bande von Wegelagerern getötet. Wen kümmert es da, wessen Patrouille es eigentlich war? Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich frage, was mit ihm los ist. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ja, glaube ich auch. Also, wessen Patrouille war es? Ich vermute mal, dass es seine Patrouille war und er irgendwie Dreck am Stecken hat. Aber das werden wir wohl herausfinden. Nun, dann lasst uns mal herausfinden, wem ihr da auf die Füße getreten seid. Dann sollten wir uns die Dienstpläne ansehen und feststellen, wer auf dieser Route patrouillieren sollte. In was bin ich da nur hineingeraten? Hatte sie eben gerade ein Stück Ohr weg? Das lasse ich euch nicht durchgehen, Hauptmann. What the fuck? Guten Tag, Sarah. Gucken wir auf die Dienstpläne. Evelyn! Ich danke euch, dass ihr diesen Hinterhalt zerschlagen habt. Das hätte wirklich übel für mich ausgehen können. Das war eure Route, Brennan. Ja, und ich wäre allein auf Patrouille gewesen. Das hätte ich nicht überlebt. Ihr wärt allein gewesen? Eine einzelne Wache ist keine besonders beeindruckende Patrouille. Dafür gab es auch keinen Grund. Die Route war seit Wochen sicher. Bis zu eurem großen Kampf war es dort absolut ruhig. Als der Hauptmann gehört hat, was ihr getan habt, hat er mich neu eingeteilt. Und ich habe die Tasche an Donnick weitergegeben. Für seine Patrouille heute Nacht. Die Tasche? Soldlisten und Befehle. Der Hauptmann lässt uns auf den ruhigeren Patrouillen Lieferungen zu den Vorposten machen. Normalerweise sind es nur aktualisierte Abschriften der Dienstpläne. Mhm. Die Tasche für jene Nacht war allerdings ziemlich schwer. Nun ja, nochmals danke, Evelyn. Ihr seid in Ordnung. Die Tasche ist also am selben Tag besonders schwer, an dem wir einen Hinterhalt entdecken. Ihr könntet in Schwierigkeiten kommen. Seid ihr euch sicher, dass ihr dieser Sache nachgehen wollt? Wir reden hier immerhin von eurem Vorgesetzten. Wenn eine Wache in Gefahr gebracht wird, würde ein guter Hauptmann den Grund dafür erfahren wollen. Und wenn er kein guter Hauptmann ist, will ich den Grund dafür erfahren. Das ist schon richtig, Evelyn. Darum helfen wir euch natürlich, beziehungsweise dir. Naja, eure Kameraden werden in eine Falle gelockt. Ich wette, es gibt eine absolut vernünftige Lüge, die erklärt, warum euer Hauptmann das so handhabt. Und ich bin gerne bereit, sie mir anzuhören. Aber nicht, solange eine Wache kurz davor ist, in eine Falle zu laufen. Brennan hat von Donnick gesprochen. Ein guter Mann. Donnick. Donnick, da ist seine Route. Ein nächtlicher Rundgang in der Unterstadt.
Sorgen wir dafür, dass eine Patrouille auch wirklich so ruhig bleibt, wie sie sein sollte. Machen wir doch glatt. Da helfen wir doch gerne bei so einem Wichser, der da drin ist. Können wir da reingehen? Daraus wird nichts. Schrei doch nicht so. Ich habe nicht gesagt, dass du da gleich reinstürmen sollst. Ich warte schon den ganzen Tag. Ich wollte nur mal in den Arsch treten, den Wichser. So. Wo müssen wir denn hin? Ach, wir haben ja draußen bei Nacht. Ah. Und hier ist... Ah, das ist ja sehr cool. Bei Nacht, bei Tag. Ja, dann haben wir hier den einen auf... Zwei Aufträge sogar. Aktuelle Quests, so wie es sein sollte, die von vorhin. Die wurde ja wohl aktualisiert. Und der eigensinnige Sohn. Den könnten wir da auch mal abholen. Viele Gegenstände können nicht verwendet werden, solange nur an Händler verkauft werden. Sie werden automatisch in die Kategorie Plunder. Diese Straßen sollten nachtsicher sein. Hättet ihr Interesse dafür zu sorgen, dass dem auch so ist? Ja. Oh, guck mal, da kommen die ersten. Nagelspitzenwanderer. Vielleicht eine ganze Menge. Ich hatte das Spiel mal versucht mit Gamepad zu spielen, aber das funktionierte nicht wirklich. Weil die übernehmen keine keine Gamepads für das Spiel. Fand ich sehr schade. Ich hatte nämlich meine PlayStation 3 angeschlossen. Wo ich übrigens wohl, wann Chrissy sich, der will eventuell, also der mit Kilian LOL macht, der möchte demnächst mit, Mann, wie viele Gegner sind denn das hier? Der möchte sich demnächst eine Elgato Gamecatcher holen oder irgendwas anderes. Und aua, aua, aua! Oh, Evelyn. Töte die. Ja, und da werden wir wohl demnächst was von der PlayStation spielen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. So. Hau die weg. Die machen ja nicht viel Schaden. So. Schildschlag. So. Jetzt haust du noch einen Sturmschlag rein hier. Und dann machst du einfach Höhnen. Du kriegst ja gar keine Ausdauer dazu. Das ist ja gut. Schwachköpfe auszuschalten macht Alter. Zeit. Vor allem, wenn es sich dabei um Schläge handelt, die Straßen tyrannisieren, nur weil es dunkel ist. Okay. Und wie können wir das jetzt wegkriegen, das Verletztsein? Das habe ich da oben gerade nicht erlesen können. Verletzungsausrüstung. Kann er die irgendwie hier nehmen? Hallo. Sie sollte auch meine nehmen. Und er auch. Aber jetzt müssen wir uns mal mit den Taktiken hier angucken. Taktiken wollte ich anklicken. So. Wenn er alleine spielt, das passt ja alles, weil ich ja selber alles mache. Bei ihr ist so ein bisschen... bisschen doof. Da greift sie den Gegner. Der... die niedrigste Gesundheit hat. Mit einem Feuerball an, oder? Hast du da noch irgendwas anderes? Ne, Feuerball. So. Und wenn noch ein Gegner, wenn er staubt, wenn du vom Gegner umringt bist von zwei, dann darfst du natürlich auch hier Feuerball machen. Und wenn ein Gegner, wenn du umringt bist von fünf Wesen.
Nee. Hallo, ich will hier irgendwie so eine Gruppe, wann die in der Gruppe stehen, das und dann das Siegel, ne? Okay, wenn du umringt bist von zwei, darfst du auch hier Siegel des, der Lähmung machen. Das ist auch nicht schlecht. Und ja, die Heilung musst du halt immer gut raushauen. Ja, auf uns selber denn hier Siegel der Lähmung machen wäre nicht so gerade so das Schlauste. Sie ist Brecher, Attacke-Feinde. Als Verteidiger, das ist schon richtig. Eventuell können wir hier mal verhöhnen. Was war da verhöhnen nochmal? Müssen wir mal gucken. Was ist verhöhnen nochmal für ein Angriff? Der Krieger zieht durch einen verspotteten Ruf in die Aufmerksamkeit naher Gegner auf sich wirklich. Okay. Also sowas wie Spott bei WoW. Okay, dann gucken wir gleich mal weiter. Das war der falsche Knopf. Ah, hier. Doppelklick drauf, ist auch gut. Ja, wenn ein Verbündeter mit Nahkampfangriff attackiert wird, machst du verhöhnen. Wenn ein Verbündeter... Ah. Was hat sie? Verbündeter mit Fern- oder Mark. Ja, das ist auch gut. Deaktivieren. Kostet das was? Nochmal, oh Mann, dass ich mal nachgucken muss, das ist schon. Anhaltender Modus. Reserviert 50%. Nö, das kannst du die ganze Zeit anhaben. Das werde ich jetzt wohl mal einstellen. Sorry Leute, dass wir hier so lange damit beschäftigt sind. Du kannst... Hier, was haben wir denn hier noch so für Angriffe? Ja, du kannst ruhig der Brecher bleiben, aber wir brauchen hier was anderes. Das können wir erstmal ausmachen. Von mindestens drei Gegnern umgeben. Nee, das brauchst du auch nicht, weil du das die ganze Zeit anhast. Kann man es einfach einstellen, selbst. Wenn dein Status, nee. Wenn deine Gesundheit bei 100% liegt, machst du, hallo? Für Schildverteidigung, hallo? Modus aktivieren? Ah, Modus aktivieren. Aktivierst du die Schildverteidigung, das ist schon mal gut. So, nein, nicht 25. Hä, was willst du denn jetzt? 100%. So. Gegner beliebig? Nein. Gegner. Attackiert Gruppenmitglied. Hä? Das ist ja doof. Ich will, dass er dann, dass egal wer angreift. Das ist alles ganz schön kompliziert, meine Freunde. Ja, jetzt macht sie bei einem beliebigen. Nee, das ist blöd. Wenn der Gegner. Ja, machen wir einfach alles, was niedrigste Gesundheit hat, greift sie einfach mit Schildschlag an. Rang des Ziels ist normal oder höher. Ne. Gegner mit der Gesundheit. Hab ich Gegner eingestellt? Gegner mit der Gesundheit? Nein. Mit der niedrigsten Gesundheit greifst du mit Sturmschlag an. Was haben wir denn noch für eine Fähigkeit? Wir haben gar keine Fähigkeit mehr, glaube ich. Er greift... Das ist ja auch alles blöd. Gegner mit der niedrigsten Gesundheit. Machst du das hier? Was ist denn das?
Magisches Lächeln. Weil ich einfach... Nein, ich war... Oh. Hier verklickt man sich auch so leicht, das ist echt... Oder ich kann es einfach nicht. Ich glaube, ich kann es einfach nicht. So, Gegner mit der geringsten Gesundheit. Ne, bitte. Doch, mit der geringsten Gesundheit. Machen wir einfach immer alles... alle töten die Leute mit niedrigster Gesundheit. So, Gegner. Höchste Gesundheit. Da macht er einen festhaltenden Schuss. So, das sieht doch gut aus. Mal gucken, ob das klappt, so wie ich will. Attribute? Kann man nichts verbessern, ne? Bei ihm auch nicht. Wir haben noch ein hier auf Geschicklichkeit und dann können wir auch unsere Stiefel, nein, unseren Speer. Na, wir können irgendwas anziehen, das weiß ich. Und ja. So. Dann gehen wir hier mal raus, gucken auf die Uhr und die Uhr sagt, wir sollten einen neuen Part beginnen. Und das tun wir jetzt auch. Haut da rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten. Wenn es nach mir ginge, würde ich die Patrouillen hier verdoppeln. Die Unterstadt bedeutet Ärger. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Part.